So, wir sind wieder da und nein, wir hatten nicht den Fresh Spawn Bug. Wir haben uns entschieden, auf einem Private Server anzuheuern. Genau, auf dem waren wir schon mal. Das ist der Server von der Gummibärenbande. Deutsch, schweizerisch. Ja, und. Ja, wir können es ja mal probieren hier. So, wenn ihr euch fragt, was ist denn der Unterschied zwischen jetzt den öffentlichen und den privaten? Bob, erklär du's. Die Public Server, die öffentlichen Server sind, du hast einen Charakter, der ist im Hive und mit diesem Charakter kannst du auf jeden Public Server connecten und hast immer denselben Charakter. Und private Server sind, jeder macht seinen eigenen Server, auf jedem Server hast du einen eigenen Charakter. Das heißt, wenn ich den Charakter hier gut habe und gehe auf einen anderen privaten Server, fange ich dann wieder komplett neu an. Und der Charakter bleibt auf diesem Server hier. Also wie es in Arma 2 DayZ Epoch immer so war. Jeder Server, jeder eigene Charakter. Was mir auch sehr gut gefällt. Es unterbindet halt das Server-Hopping, weil du kannst nicht mal eben, wenn hier das Airfield gelootet ist auf anderen Servern, kannst da das Airfield looten. Ja. Du musst hier bleiben. Finde ich auch lohnenswert. Haben die auch TS? Ich habe es gerade nicht gelesen unten. Ich weiß nicht. Restart alle 4 Stunden, Persistence off. Persistence off? Och nö, ja. Echt? Ja. Ist aber schade. Ich mag Persistence. Und wir kicken für Member. Ah, gut. Server ist eh leer. Guck mal, den Steam-Namen der Admins hatten wir sogar. Also meinem Charakter wird warm. So, I'm slowly warming up und ich habe immerhin auch schon mal einen Rucksack. Ich bin in Svetlo gleich, ne? Nur so zur Info. Wo bin ich denn bitte? Oh Gott, wo war ich denn? In welcher Stadt ist nochmal das Hotel mit dem Flugzeug? Chano. Da bin ich da. Verflucht weit weg. Lass uns mal ein Auto finden. Ho, ho, ho. Hast du das mit Zockers Arma 3 Epoch Server mitgekriegt? Ja. Katastrophe, oder? Warum hat es wohl jetzt nicht geklappt? Was war da jetzt verkehrt? Zu wenig Spieler. Oder gar keine Spieler. Was ich gar nicht verstehen kann, ey. Wieso wollen die alle auf altes Epoch spielen? Ist doch voll langweilig. Ach, und deswegen haben sie wieder die Map umgestellt. Ja. Tja. Ne? Es ist, wie es ist. Tja, aber ich find's schade. Ich fand, Chano ist einfach die bessere Map für Epoch. Wegen Wäldern und Bergen und alles. Altes, die Wälder sind ein Witz. So, hier steht, PvP nur in Militärgebieten. Erst sprechen, dann ballern in Städten etc. Oh. Vielleicht sollte man doch auf einen anderen Server gehen. Oh, testen wir es einfach mal. Oh, wie weit bin ich denn von Svetlo weg? Ich dachte, das wäre nebenan. Oh, lass mich jetzt bitte eine Waffe finden. Da unten folgt hier ein verdammter Zombie. Ah ja, jetzt können wir doch mal über H1Z1 reden, oder? Ja, jetzt können wir das auf jeden Fall machen. So, es ist ja, das ist jetzt die... Genau, wenn die Folge erscheint, ist es schon einen Tag nach H1Z1. Das heißt, es müsste der 16. Januar sein. Wenn alles gut läuft, müsste mein Download mittlerweile schon fertig sein und wir könnten es spielen. Ich hab's dann wahrscheinlich schon. Du hast es wahrscheinlich schon seit einem Tag. Der Download ist übrigens 20 GB groß. Das ist ein schlechter Witz. Da brauche ich 24 Stunden für ungefähr. Naja, auf jeden Fall, es gibt zwei Versionen von H1Z1. Die Basic-Standard-Version für $19,99. Also wahrscheinlich 20 Euro in Deutschland. Dann gibt es die Premium-Version fürs Doppelte, $40. Unterschiede sind nicht, wie man es vielleicht gewöhnt wäre, Ingame-Items, Cosmetics, vielleicht ein Erfahrungspunkte-Bonus oder sowas. Nein, es sind, man kriegt Kisten und Schlüssel für die Kisten. In den Kisten können kosmetische Sachen drin sein, wie schicke Hüte, schicke Klamotten, schicke Schuhe. Dann gibt es 25, glaube ich, Tickets für die anderen Spielmodi, wie Battle Royale und keine Ahnung, was da noch alles gibt, wo man auch irgendetwas verdienen kann. Aber was, weiß ich jetzt nicht, wurde, glaube ich, auch noch nie gesagt. Und das ist der einzige Unterschied. Man hat also für $20 kriegt man den Wert von, keine Ahnung, $30, $40 an Store-Items, die man sich dann sowieso kaufen kann. Oder auch in-game verdienen kann, selbstverständlich. Ja. Und es ruckelt wieder wie Sau. 7 Bilder pro Sekunde in Svetlo. Ja, ich auch gerade. Ich habe gerade einen Ruckelkampf gegen den Zombie hier.
Bitte komm, 64-Bit-Modus, ey. Das ist ja nicht zum Aushalten. Auch der Feuerlöscher ist... Oh, jetzt ist er bewusstlos nur. Also vor ein paar Updates lief es richtig gut. Jetzt ist es echt gerade ein schlechter Scherz. Guck mal, wie die hier hängt. Herrlich. Ich kann es leider nicht sehen. Oh, in Arma 3 Epoch ist was Geiles passiert. Wir waren in so einem Gebäude. Da sind die Zombies. Ach ja, da leben ja Zombies reingebaut, richtige. Die sind die Leiter hochgeklettert, waren gerade oben in der obersten Etage mit dem Kopf. Da habe ich sie erschossen. Und dann sind sie so halt gestorben. Sie haben halt Ragdoll-Effekte gehabt. Der Kopf ist hängen geblieben in der Wand. Und der Körper baumelte so runter, als ob sie aufgehängt waren. Das sah total lustig aus. Ach ja, Epoch. Ja. Chernaurus. Ach ja, Chernaurus, ey. Warum hat das weggemacht, der blöde Levi? Und Zombies. Ja, das war schon toll. Es waren zwar in dem Sinne einfach nur Menschen in Hawaii-Hemden, aber sie waren halt wie Zombies. Ja, super. Die erste Version von Epoch-Zombies, ziemlich cool. Wo bin ich eigentlich hier? Ich hab gerade einen Faden verloren. Menschen in Hawaii-Hemden, ne? Ach, Svetlo. Ja, ist halt altes, ne? Alle Menschen in Hawaii-Hemden, ihr wisst jetzt Bescheid. ihr seid Zombies. Zombies. Bin ich nur groß und was ist das denn? Nehme ich nicht mit. Ja, H1Z1, ne? Ja, also das Spiel, denke ich mal. Ich freue mich drauf. Noch besser eine PX. Ja, wenn alles gut geht, werdet ihr morgen auch schon auf unserem Kanal das erste Video dazu sehen, wie wir zusammen durch den Nordamerika laufen. Wie wir uns erstmal überhaupt nicht finden, etc. Ja, und suchen müssen. Ich hoffe, die haben schon ein Teamsystem drin, wo man sich einigermaßen findet. Also ich hoffe mir jetzt schon mal mehr Abwechslung als bei DayZ. Ich auf jeden Fall. Es wird auch generell mehr Abwechslung geben. Nur es ist halt nicht so taktisch wie DayZ. Es ist eher so ein Spiel für zwischendurch. Arcade und sowas, ne? Ach, ja, trotzdem, gut, macht bestimmt tierisch Spaß. Muss jetzt nicht das Schlechte sein. Nö. Also ihr könnt sehen, morgen dann auf unserem Kanal das hoffentlich erste Video zu H1Z1. Eventuell bedeutet das dann auch, dass wir eine DayZ-Pause machen, wenn es wirklich gut ist. Müssen wir mal sehen, ne? Weil wir haben auch nur so viel Zeit zum Spielen pro Tag. Ja, wir können nicht... Wir würden ja gerne echt viel pro Tag machen, aber es geht einfach nicht. Nee, im Gegensatz zu großen Let's Playern haben wir auch noch richtige Jobs, mit denen wir Geld verdienen müssen. Und da kann man halt nicht den ganzen Tag zocken, leider. Es ist ja nicht nur das Zocken, es ist ja danach auch noch unglaublich viel Zeit für Videobearbeitung, ne? Das ist ja auch nichts, was man mal so nebenbei macht. Bearbeitung und alles, was dazugehört. Ja. Wir können auch alle halt nur pro Tag, also nicht viele Folgen hochladen. Nö, ich schaffe ja auch nur, ich brauche ja für eine Folge 8-9 Stunden. Ne? Ja, klar, ich könnte natürlich die Qualität verringern und das Video in 1080p nur machen, dann würde ich vielleicht mehr schaffen, aber warum? Oh, ein Long Range Scope habe ich auch noch gefunden. Cool. Aber ich habe keinen Platz, ich nehme es nicht mit. Oder schmeiße ich was weg? Schmeiß ich das? Wenn ich die ganze Müll auf mir sehe, habe ich das Bedürfnis zu durchsuchen. Wenn die richtig mitnehmen. So, ich hab's mitgenommen. Wie das ruckelt hier. Ja, also stellt euch schon mal drauf ein, falls ihr morgen dann H1Z1 sieht und könnte es bedeuten, dass erstmal eine Daisy-Pause ist, was aber natürlich nicht schlimm ist. Ich meine, wir haben jetzt schon über 200, keine Ahnung, 70 Cents oder so. Folge Daisy. Und es ist auch wirklich einfach nur eine Pause. Ja. Nichts Schlimmeres. Spätestens zum nächsten Patch sind wir dann wieder da. Und irgendwann hat man sich auch in diesem Spiel hier vielleicht auch ein bisschen satt gesehen. Man braucht erstmal eine Abwechslung, um wieder frischen Wind, Energie zu bekommen und zu sagen, so, jetzt habe ich wieder Lust drauf, jetzt kann ich auch wieder viel objektiver rangehen. Genau. Aber ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch spielen. Kann sein, dass wir natürlich auch noch ein, zwei Episoden mehr machen, heute an diesem Tag, die dann auch noch die nächsten Tage erscheinen, neben H1Z1 dann, aber generell wird es eventuell eine Pause geben. Oh, hier ist ein Kleid. Was wird auch passieren, wenn Star Citizen dann endlich im Persistence Virus ist? Also, dann das kommt jetzt schon sagen. Ja. Verstärkt da sitzen. Dann wird es erstmal DayZ längere Pause geben. Oh, das ist nun mal das Spiel. Und ich denke mal, selbst da hat man irgendwann vielleicht auch mal Phasen, wo man sagt, das habe ich jetzt zu oft gespielt, jetzt kann ich nur noch erstmal was anderes machen. Alles ist möglich. Und ganz ehrlich, wenn das Spiel weiter so ruckelt, hier habe ich auch keinen Bock mehr.
Ich meine, ich habe mich ja schon an der Armor 2 Mod von der The Epoch satt gespielt. Das bringt mich gerade auch nicht mehr hinterm Ofen hervor. Für Arma 3, ja, da würde ich es mir noch gefallen lassen. Ah, durch die grafischen Verbesserungen wäre das doch mal für mich was anderes, aber Arma 2, Epoch. Nee. Ich habe es schon gelöscht von Steam, also ich habe es nicht mehr drauf. Ich auch, muss ich gestehen. Man hatte halt so schnell irgendwann alles, wir hatten dann die Bars, wir hatten dies und wir hatten das und ja. Es ist einfach immer dasselbe, dann eine Mission machen, die Mission kennt man alles schon, man weiß, wo man hin muss. Nix Neues. Wollte ich jetzt eigentlich hinlaufen? Ach, da hinten hin, zur Feuerwache. Ach, denkst du dran, vielleicht noch in die Beschreibung dieses Videos zu schreiben, wie der Server heißt? Irgendwas mit Gummibärenbande, ne? Müssen wir gleich nochmal gucken. Oh, Teddybären mit Munition. Mein Lieblingsteddybären. Oh, ich hab gar keinen Platz dafür. Mist. Oh, eine Feueraxt. Die hab ich schon lange nicht mehr gefunden. Gleich austauschen. Und eine CR-75. Und ich habe keinen Platz, sie mitzunehmen. Es ist zum Heulen. Ich brauche einen größeren Rucksack. Ganz dringend. Oh, ich finde mal wieder echt Sachen hier, die mir auch sehr gut zusagen. Ah, ich guck mir gleich mal die Polizeiwache in Svetlo an. Ich hoffe, da habe ich auch irgendwas. Ah, jetzt habe ich Platz für die Waffe. Mit CR auf dem Rücken. Aber da habe ich natürlich keine SKS-Muni. Ich habe langsam Hunger. Ich müsste mal was zu essen kaufen oder kochen. Oh, Double Rifle. Es gibt im Moment wieder die McDonald's-Gutscheine, ne, um das Thema komplett zu wechseln. Ah. Ja, zwei Sachen immer im Menü anstatt einem. Und es gibt den leckeren 1955-Burger wieder. Müsste ich vielleicht mal hinfahren. Fährst du dann nach Velmar oder fährst du dann Richtung Warburg? Ja, Velmar ist näher. Stimmt. Ja, stimmt. Oh, ich habe endlich wieder eine Feueraxt. Ich fühle mich nicht mehr so hilflos. Oh, es ist toll. Ein Schlag und das Biest liegt down. Aber einen Kinderrucksack auf dem Rücken haben. Ja, Leute, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr H1Z dann schon gesehen? Wie gefällt es euch? Würdet ihr wechseln auf längere Zeit? Was sagt ihr dazu? Ja, schaut einfach mal nach. Oder spielt ihr vielleicht sogar ein anderes wie Survivor Infestion? Haha, sag es nicht. Döns. Ich komme auch gar nicht mal richtig auf den Namen. Survivor Infestation Stories. Ah. Ehemals WarZ. Und Snap-Loader für eine Shotgun, ja, wunderbar. Gleich einstecken. Was lasse ich denn dafür da? Sprühfarbe. Jetzt brauche ich noch einen Shotgun. Ich ruckel mich hier durchs Haus, das ist so schön. Oh, eine Pepsi. Ah, endlich was zum Dosen aufmachen. Ja, du hast eine Axt auf dem Rücken. Ja, damit habe ich gerade Zombies geschlagen. Also. Aber ich habe gerade einen Schraubendreher gefunden. Ah. Du sagst es ja korrekt, Schraubendreher. Ja. Der Fabian hat mich ja damit genervt. Das heißt Schraubendreher, nicht Schraubenzieher. Man zieht die Schrauben ja nicht, man dreht sie. Danach hat er mich genervt mit dem Zollstock. Das heißt nicht Zollstock, das heißt Gliedermaßstab. Also kaum hat er seine Lehre, ne? Ja, da hat er gerade angefangen mit seiner Lehre. Das hat er wahrscheinlich alles gelernt von seinen Meistern. Nee. Fabi, falls du das hier guckst. Ich sag immer noch Zollstock. Zollstock, nee. Das ist ein Zollstock. Sagen wir auch. Ja, es sind keine Zoll drauf, aber trotzdem heißt es Zollstock, ne? Ja. Und dann müsste es eigentlich Zentimeterstock heißen. Ach, das klingt blöd. Ja, das stimmt. Das klingt echt doof. Oh, so viel Gliedermaß. Essen, ja. Ein Gliedermaßstab klingt auch doof. Aber es ergibt Sinn. Es ist gegliedert, es hat Glieder dran. Und man kann damit diesen Maßstab, es ist Maß, ne? Ja.
Ja gut, das ergibt alles schon Sinn. Trotzdem sage ich es nicht, dann gucken mich alle doof an. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf so gut wie vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.